Hallo Leute und willkommen endlich mal wieder zu Switchcraft. Das kam ja lange nicht mehr. So, in der letzten Folge waren wir ja, haben die Maschine so ein bisschen aufgebaut. Und Zanyan hat weitergespielt. Keine Ahnung, was der gemacht hat. Günther, Popo, Kaka, Mama, Papa, Onkel. Ja, Zanyan ist mal wieder richtig kreativ beim Weltnamen. Und lol. Uhuhu, Zanyan war extremst fleißig. Das lobe ich mir doch. So, der Wither Skull, den können wir noch mal gut gebrauchen. Ich würde sagen, aber... ja, den tun wir einfach mal da rein. Die anderen Sachen. Woher hat der 3 Goldschwerter? Hat er wirklich so viele Zombie-Pigment getötet? Das ist ja jetzt nicht so gesund. Tue ich einfach auch mal da rein. Eins kann ich einfach dabei haben als Waffe. So, Gold, Rottenfleisch, Gold Nuggets. Er hat sogar eine golden Chestplate. Boah. Fabulös. Schade, dass wir hier nichts mit Satteln anfangen können auf unserer immer noch leeren Insel. Oh, er hat Netherwarzen mitgebracht. Wir können uns eine Netherwarzen-Farm machen. Das würde ich auch dann direkt mal tun. Und extrem viele Blaze Rods. Das ist natürlich auch sehr schön. So, was haben wir hier? Klaus ist wieder am Start. Juju, alles in Lot. Und ich würde sagen, weil ich ja so ein lustiger Troll bin, mache ich die Netherwarzen-Farm in seinen Raum. Ach ja, ich freue mich schon auf die Reaktion. Irgendwie ist Switchcraft einfach nur ein großer Trollspielplatz. Ich tue irgendwie immer den Zanyan was Böses, obwohl der nichts getan hat. Und ja, okay, so böse ist es nicht, aber es ist lustig. Und außerdem schaue ich dann immer sehr gerne seine Parts und schaue mir seine Reaktionen an auf die ganze, auf das ganze Zeug hier. Oh nein, nicht da rein, nicht da rein. Und zack, ja. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Oh, und wir können ja jetzt hier Enderaugen machen, aber wir haben keine Enderperlen. Ja, ja. Aber wir können uns einen Braustand machen. Das hat schon einen gewissen Wert. Denn so ein Braustand, der ist cool. Ich würde sagen, den Braustand, den... es ist Nacht. Das gefällt dem Ruben nicht, dass es Nacht ist. Ich mag nicht das Gefühl, wenn es Nacht ist. Dann ist es immer so nächtlich. Ja. Wo stellen wir den Braustand rein? Oh, ich habe, glaube ich, eine sehr gute Idee. Okay, das mit der guten Idee hat sich erledigt. Hier ist Sandstein. Es war so klar, es war so klar. Dieser scheiß Sand. Der Sand in Switchcraft ist der schlimmste der Welt. Wir haben sogar noch eine Cobblestone-Treppe übrig, nämlich ich wollte hier so eine Art Treppe machen. Zack. Perfekt. Und wo wir dann einfach das Ding draufstellen, ne? Und zwar so hier. Yes! Ich finde, das sieht schon irgendwie richtig cool aus. Ich muss natürlich noch den Sand beheben. Warum sind die Türen die lautesten Sachen hier? Wow, und warum laggt es auf einmal? Ich will nicht, dass es laggt. Denn wenn es laggt, dann muss ich immer so lange warten. Wir können ja mal zu... wir schauen mal zur Maschine. Wie geht's denn unserer Maschine? Oh lol, sie hat angefangen mit Glühen. Das sind wohl die Energiepartikel. Ah, es glüht alles schon hier, die heilige Höhlendendelein. Energie vollständig aufgeladen. Oh, sehr cool. Das heißt, wir können jetzt das Ding hier als Crafting-Maschine benutzen. Das ist ja wunderbar. Dann haben wir das auch endlich mal erledigt. So, zack, zack. Na, eine Netherwarze brauchen wir. Die restlichen können wir da reintun. So, Eisen, ja. Wozu brauchen wir jetzt im Moment Eisen? Ich glaube, wir brauen uns mal schöne Tränke. Weil, ja, warum nicht? Ich mag es, Tränke zu brauen. Oh Mist. Oh ja, okay, jetzt kann ich nicht mehr so gut schlafen. Man kann nicht so gut in so Warzen schlafen. Obwohl es geht. Lel. So, dann setze ich einfach mal wieder alles zu und gehe hier wieder aus Zanyans seltsamen Zimmer raus. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich ändere mal wieder die Texte der Schilder. Ich schreibe hier mal drauf Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht jagt es den Zanyan ja einen großen Schrecken ein oder so.
Ja, irgendwie glaube ich das nicht, aber lass uns mal ein bisschen gruselige Sachen in der Welt verteilen. Ja, einfach so Schilder, wo drauf steht Punkt, Punkt, Punkt. Das ist sehr gruselig. Ich weiß. Mir fällt aber jetzt nichts Besseres ein. Also, wir müssen als erstes mal hier die Glasbottles mal. Oh, Moment, Moment, mal. Der Zanyan hatte doch so einen komischen. Hier. Cauldron, oder? Ja, ich meine mich zu erinnern, er hatte diesen Cauldron. Daraus könnten wir doch theoretisch das Wasser mopsen. Ja, das könnten wir, aber ich begrüße erstmal wieder die Gewinner von unserem Witzwettbewerb. Ach ja, hier. Der wächst auch immer mehr. Hier ist unser Kartoffelfeld, unsere einzigste Nahrungsquelle. Wir leben vegan, Leute. Oh Mann. Ach, wenn es wenigstens Butter dazu gäbe, dann haben wir hier Corona-IP. Schrägstrich-Schieß. Einrastfunktion. Und den anderen Typen, den ich nicht kenne, aber er hat einen sehr, sehr tollen Skin. Ach ja. Ich fühle mich verleitet, den irgendwo aufzustellen, wo er, naja, besser hinpasst, vielleicht da oben. Nee, aber das wäre ja gemein gegenüber ihm. Vielleicht mag er das ja nicht so sehr wie andere, wie ich. So. Muss ich mal schauen, was für einen Trank will ich mir brauen? Wir können uns Gifttränke machen mit dem Spinnauge, das wir direkt dabei haben. Mal sehen, was können wir theoretisch denn so alles machen? Also wir haben, wir könnten einen Sprungkrafttrank machen. Ich habe eine sehr schöne Idee. Wir machen uns einen Sprungkrafttrank. Was anderes kann man die Teile eh nicht gebrauchen. Oh Mann. Ach egal, dann haben wir gleich drei davon. Und noch ein Stück Redstone, weil Redstone ist die Essenz der Mechanik und Physik in diesem Spiel. Und das stopfen wir da auch gleich mal rein. Und ich würde sagen, ah ja, ah ja, ich weiß, was ich mache. Wir probieren jetzt mal aus, ob unsere Maschine funktioniert. So, die erste Funktion der neuen Maschine von uns ist nämlich, wir können jetzt aus Zombiefleisch Leder herstellen, indem wir das hier irgendwie so gerben oder so. So, zack, zack. Und Maschine zerbröselt das jetzt. Matsch. Und wir haben Leder. Jetzt können wir uns ein bisschen Leder machen. So, zack. Ja, machen wir ein bisschen geht noch. Naja, man kann immer nur eins machen. Funktioniert doch nicht so ausgereift, die Maschine. So. Sollte reichen für was anderes. Na, obwohl, wir brauchen ja sonst eh kein Zombiefleisch. Also, wieso sollten wir das nicht tun? Wir benötigen gar kein Zombiefleisch, nicht wahr? Obwohl, vielleicht brauchen wir es später mal. Ja, obwohl, das mag ich zu bezweifeln. Ich tue erstmal das ganze Zombiefleisch hier in Leder umwandeln. Da haben wir ein bisschen Leder. Ach ja, wie ein Häcksel, da kann man auch einfach Leder. Ich meinte Zombiefleisch schmelzen für Leder. Das finde ich sehr toll. So. Oh, Moment mal! Jetzt, wo wir endlich Leder haben, können wir doch. Tatsache, wir können es endlich einen Enchanting Table machen. Halle, Julia. Oh, den habe ich auch schon vermisst, den Enchanting Table. Und wir können es gleich noch ein paar Bücherregale machen mit dem restlichen Leder. Obwohl, wir haben kein Papier dabei. Ist egal, es sollte erstmal reichen. Ich glaube, ich tue mal alles, was ich in diesem Part gewonnen habe, auch in so eine Kiste. Und so eine Schlawinskiste. Schlawinski? Die tue ich mal dahin. Enchantment. Obwohl, naja, ich tue einfach das Leder rein. Den Enchantment Table. Mit dem soll der Zanyan irgendwas anfangen. Stelle ich auch einfach hier hin und verzauber mein Goldschwert. Oh ja. Ich vergesse ja immer wieder, dass man da irgendwie Lapis Lazuli dafür braucht. Aber komm, dafür haben wir auch genug. Und da kann ich es auch einfach machen. Sharpness 2. Boah, das macht jetzt so viel Schaden wie das hier. Das ist. What the fuck? Was ist für ein krasses Goldschwert? Das ist das beste Goldschwert der Welt. Das tue ich auch hier rein. So, dann lass mich mal kurz überlegen. Ah ja, genau. Wir haben jetzt Sprungkrafttränke. Die sind an sich nicht so sinnvoll. Wir hätten die mit Glowstone vermischen können, aber wir haben keinen Glowstone. Aber ich tue jetzt einfach mal zwei Stück da rein und einer ist auserwählt. Auserwählt. Und wir gehen jetzt mal in Zanyans seltsamen Gruselraum und suchen den Amboss.
denn wir sind am Boss. Ja, der beste Joke 2015. Hier ist auch schon. Und jetzt benennen wir diesen Trank um in Lidl-Wasser. Ach, irgendwie finde ich das gerade richtig witzig, obwohl es richtig flacher Witz ist. Aber ich bin ja der Äpfelstream. Und ich habe jetzt Lidl-Wasser. Das tue ich auch mal in Zanyans Kiste rein. Den Enchantment-Table kann man doch abbauen, oder? Ja, kann man natürlich den auch einfach da rein. Um den Zanyan vor die Schnauze zu halten, was ich denn so alles geschafft habe, was er nicht geschafft hat. Ja, so ungefähr. So, warte. Oh, wartet. Wartet, die Maschine kann auch noch was ganz richtig Spezielles. Wir können uns jetzt, warte, ich glaube, wir brauchen dafür Lapis Lazuli und Nether Quartz. Denn die Maschine hat noch eine sehr, sehr spezielle Fähigkeit, die wir natürlich ausprobieren wollen. Das Schild, das können wir jetzt eigentlich wegmachen, das braucht ja keiner mehr. Da kann man wieder so ein Gruselschild machen. Wieso? Vielleicht jagt sie Zanyan Angst ein, vielleicht doch nicht. So, und zwar, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Es ist schon ewig her, dass ich mal so eine Maschine gemacht habe. Irgendwie so. Ja, irgendwie kann man sich so ein Kristall machen. Ich glaube, so hier. Wenn ich den jetzt rausnehme, dann sollte es irgendwie klappen. Tatsache. Wir haben einen Eiskor. Ah ja, und ja, ich habe jetzt auch einen neuen Skin. Ich bin jetzt der Scheich. Der Scheichs. Und wieder brauche ich einen Screenshot für das Thumbnail. Aber auf jeden Fall dieser Eiskor hier. Der ist zwar, er mag zwar klein erscheinen und so. Ja, ist er auch im Endeffekt, aber der ist richtig cool. Dieser Eiskor, ich versuche mal irgendwie, ja, jetzt kann man ihn irgendwie besser sehen, unten in meiner Hand, dieser Eiskor. Ist ein sehr, sehr schönes Objekt, denn es hat, nun ja, eine eisige Aura und ein paar Mächte, die wir benötigen für spätere Aktionen. Und ich würde sagen, ich verstecke den mal vom Zanyan, damit der den nicht klaut. So. Na. Ah, da haben wir sogar schon einen Chiseled Brick. Den können wir dann hier irgendwo platzieren. Das ist für mich irgendwie eine gute Idee, den jetzt hier zu vergraben. Den Eiskor. Mal sehen, habe ich eine Kiste? Ja. Und zack. Und den Eiskor da hinein. Dann, jetzt ist er da drin, ne? Da ist er sicher. Ich hoffe, der ist da sicher vom Zanyan. Und ich hoffe, die Kisten sind auch nicht zu laut. Und ja, jetzt wollte ich eigentlich, jetzt kann ich, jetzt ist die Folge eigentlich zu Ende. Mehr habe ich nicht geplant. Ist zwar jetzt nicht so viel, aber ich fand es irgendwie cool. Und zwar, jetzt wollte ich einfach nochmal kurz den Zanyan trollen, weil ich es irgendwie voll gerne mache. Nämlich, ihr wisst ja sicher, man kann Glas färben irgendwie so hier. Genau. Perfekt. Ich muss mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, wir brauchen... Lol, wie viele Kartoffeln der hat. Der Zanyan. Wir brauchen nämlich ein bisschen weißes Glas. Und ich will jetzt einfach noch was richtig Ulkiges tun. Bevor ich die Zanyan die Folge überreiche, genau. Zack. Nämlich. Nun ja, also, erinnert ihr euch noch an das Ding? Sowas Ähnliches mache ich jetzt nämlich auch. Nur halt ein bisschen besser als sonst. Nämlich, ich baue jetzt hier so eine Art Kasten auf. Ich hoffe, das Glas reicht. Ich glaube, ich habe es versemmelt. Ja, ich glaube, ich brauche mehr Glas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ach, irgendwas in der Summe. Nämlich, ich stelle jetzt einfach ein Schild hin. Da steht drauf. Intelligenz resistentes Glas. Und dann baue ich mich da ein und schicke die Folge dem Zanyan. Der wird natürlich irgendwie rauskommen müssen. Und
Ja, dabei muss er das intelligenzresistente Glas zerstören. Aber wie zerstört man denn intelligenzresistentes Glas? Wenn es gegen Intelligenz resistent ist. Tja, was macht man denn da als Zernian? Und ja, und das war wieder sowas richtig Lustiges, wo ich wirklich richtig gespannt bin auf den Zernian seine Folge. Die könnt ihr euch natürlich auch angucken. In der Playlist. Und ja. Die Sonne geht auch unter. Dann, obwohl, vielleicht. Nee, ich mach mal wieder Tag. Weil vielleicht kommt dann ein Creeper und der Zanyan ist frei. Das wäre suboptimal. Das wäre suboptimal, ey. Aber wir nicht wollen Suboptimalität, ey. Sonst schreibe ich nochmal Lel in den Chat. Dann weiß jeder, dass ich zweimal in diesem wundervollen Part geschlafen habe. So. Und ja. Tja, ich weiß jetzt nicht, was der Zern ja noch so alles machen kann. Wir brauchen auf jeden Fall noch Enderperlen. Dazu müssen wir ins Festland. Vielleicht soll ich irgendwie eine Möglichkeit entwickeln. Ein Minecart-System. Ich überlege mir was. So. Intelligenzresistentes Glas. Schreibt man das so? Ich glaube, man schreibt resistent mit 2 S. Ja, aber ich glaube, das ist egal. Das fällt dem Zanyan doch eh nicht auf. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Wir brauchen noch eine Ladung. Ach, das ist doch nicht wahr. Keine Sorge, Leute. Das ist bald behoben. Das haben wir bald geschafft. Lol, hä? Woher kommt das jetzt? Es war einfach wieder da. Ach, was soll's, was soll's. Das geht uns doch nichts an. Tralalala, lalalala. Boah, ich bin schlau. Ich kletter so nach oben und mache dann die Falltür über mir zu. Ja, das ist richtig cool. Ne? Es ist so, als würde man vor sich die Tür schließen, während man raus will. Bei einem Brand oder so. Ach ja, das ist lustig, das ist lustig. Intelligenz, Rest ist. Ich glaube, ich schreibe das mal anders. Und zwar stelle ich dann hier auf Intelligenz resistente Glaskuppel. Intelligenzresistente Glaskuppel. Ich denke, das geht so. Mach einen Screenshot, weil das lustig ist. Und wenn ich mich da einbaue, werde ich da wahrscheinlich nie wieder rauskommen. Nicht mal mit meinen besten Werkzeugen. Aber der Zangin, der kommt da sicher wieder raus, ne? Ich meine immerhin. Ja. Ist es intelligenzresistent. So, und ich würde sagen, ja, okay, man kann jetzt das Innere von meinem Kopf sehen. Ja, ist ja super. Und ich würde sagen, ich hoffe, die Folge. Oh, Einrastfunktion. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Gebt doch einen Daumen nach oben und schaut beim Zanyan an, wie ihr drauf reagiert wird. Das wird sicher lustig, ne? Okay. Und damit würde ich sagen, ciao, Leute!